Hallo meine Lieben, heute habe ich ein richtig tolles Sommergericht für euch und zwar eine sehr leichte und leckere Nudelfanne. Ich habe mich für eine Gemüsenudelfanne entschieden, habe dazu als Zusatz Spargel genommen. Der kann natürlich beliebig ausgetauscht werden oder einfach weggelassen werden. Uns hat das Ganze richtig, richtig gut geschmeckt und das wird es jetzt auch auf jeden Fall öfter bei uns geben. Und hier kommen wir auch schon zu den Zutaten. Als Nudelsorte habe ich Penne-Nudeln genommen, andere könnt ihr aber genauso gut verwenden. Des Weiteren habe ich hier Spargel, den habe ich bereits gewaschen und geschält und in so grobe Stücke geschnitten. Falls ihr keinen Spargel magt, so lasst ihn einfach weg oder ersetzt ihn einfach durch Möhren. Des Weiteren verwende ich hier klein geschnittenen Porree und Tiefkühlerbsen. Ich finde, die sehen immer bei solchen Gerichten besonders hübsch aus. Ansonsten darf bei mir Knoblauch nicht fehlen. Hier verwende ich eine sehr große Knoblauchzehe sowie ein paar Cherrytomaten und Rucola. Ich würze das Ganze mit Currypulver, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Und dann darf natürlich auch noch ein Schuss Sahne nicht fehlen, sowie Wasser, abgekochtes Wasser. Es waren bei mir jetzt etwa 500 Gramm. Und zu guter Letzt kommt noch ein Schuss Zitronensaft mit hinein. Und die Mengenangaben stehen natürlich wie immer unterm Video in der Infobox. Als allererstes erhitze ich in meiner Wokpfanne ein wenig Öl beziehungsweise Olivenöl und gebe dazu das Gemüse mit hinein. Das wird an dieser Stelle wirklich nur ganz kurz angebraten, denn danach kommen auch schon die Gewürze mit hinein, sowie auch der Zitronensaft. Auch das wird nur kurz angeröstet. Zu guter Letzt gebe ich dann einfach nur noch die Erbsen und das gekochte Wasser hinein, lasse das Ganze auf mittlerer Stufe aufkochen, damit danach auch schon die Nudeln mit hinein können. Ich verrühre alles ganz kurz miteinander und dann schließe ich den Deckel und lasse das Ganze dann so etwa 5 Minuten lang vor sich hin köcheln. Zwischendurch auf jeden Fall das Umrühren nicht vergessen. Es könnte sein, dass sich etwas am Boden absetzt und leicht verbrennen könnte. Deswegen einfach zwischendurch mal umrühren und den Deckel wieder verschließen. Nach ca. 6 bis 7 Minuten Garzeit sollten die Nudeln auch schon schön al dente sein. Sollte es allerdings noch nicht der Fall sein, dann gebt einfach noch etwas Wasser mit hinein. Auf jeden Fall haben bei mir noch etwa 50 bis 100 Milliliter gefehlt. Die habe ich dann noch hinzugefügt und dann habe ich das Ganze nochmal zu Ende garen lassen, bis das Wasser komplett aufgelöst war. Sobald die Nudeln dann schön al dente waren, habe ich dann die Sahne hinzugefügt und meine geviertelten Cherrytomaten. Ein paar davon habe ich mir noch für die Deko aufbewahrt und zu guter Letzt kommt dann auch der Rucola noch mit hinein. Und so schnell ist dann auch schon das tolle Turbo-Gericht fertig. Ihr könnt es direkt servieren und genießen. Also meiner Meinung nach handelt es sich dabei um ein richtig tolles Sommergericht. Es schmeckt wunderbar frisch, ist überhaupt nicht zu mächtig und der knackige Spargel ist natürlich in Kombination mit den leckeren Tomaten und dem Rucola nochmal besonders lecker. Als Abschluss könnte man an dieser Stelle noch etwas geriebenen Parmesankäse dazugeben. Also das wäre natürlich die Krönung des Ganzen. Und uns hat das Gericht super, super lecker geschmeckt. Ich werde es definitiv noch einmal zubereiten. Wer keinen Spargel mag, kann diesen natürlich weglassen oder gegen eine Möhre austauschen. Ansonsten probiert es auf jeden Fall mal aus. Solltet ihr Interesse an weiteren Pastagerichten haben oder vielleicht auch an weiteren Spargelgerichten, so könnt ihr hier links und rechts gerne einmal euch durchklicken. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und freue mich wie immer über einen Daumen hoch und über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Das war's von mir und ich sage Tschüss bis zum nächsten Video.